Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Dienstag, das ist die Dienstagsfolge. Genau, gestern hatten wir ja Ostermontag und heute ist Dienstag. Hallo, na, ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe ihr hattet ein schönes, langes Osterwochenende. Habt ein bisschen was erlebt und es ist alles Gucci, das hoffe ich. So, wir haben ja gestern angefangen, die ganze Anlage wieder zu verpflanzen mit Möhren. Und ich möchte sie auch gerne komplett mit Möhren durchbefüllen oder bepflanzen. Einfach für die Sortieranlage später am Ende. Ich würde Leo einmal kurz da hinsetzen, damit er mir nicht wieder vor den Füßen rumläuft. Denn obwohl, komm mal lieber mit, Leo. Dann setzen wir dich lieber hier oben auf die Kante. Komm mal her. Weil wenn ich ihn da unten ins Feld setze, dann vergesse ich ihn bestimmt. Und das wollen wir auf gar keinen Fall, ne? Ja, wir werden die ganze Anlage mit Möhren befüllen und nicht mixen. Ich weiß nicht, ob ich das gestern gesagt habe, dass ich mixen möchte, aber ich glaube, wir werden sie einfach komplett durchbefüllen. Guti, was haben wir denn noch? Wir haben einen Haufen, also ihr habt ja das Wochenende richtig krass kommentiert, richtig viel. Dankeschön dafür. Da sind viele Vorschläge reingekommen. Ich versuche auch so viele wie möglich einzugehen. Ich habe ja auch ein paar Ideen reingebracht und ihr habt dazu was gesagt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wie ihr kommentiert und wie das Feedback von euch ist und ich bin überwältigt. Macht bitte weiter so, das macht mich, ich finde das richtig, richtig cool und bin dankbar dafür. Und jetzt starten wir als erstes mal mit den Grüßen und zwar, wir haben da den Eels, den Christian, den Lohnunternehmen, den Philipp, den Gutbrotfarber, den Fabian, Philipp und Philipp, also beide Philipps, den anderen Fabian, wir haben zwei Fabians, wenn ich Fabian sage, dann meine ich schon Fabian, Marco, Tizian, Manuel, den MV-Let's Player, den Marcel, den Fent, den Felix, Sebastian und Markus. Seid mir gegrüßt, grüßt ihn raus. Wer war das denn gewesen von euch, der geschrieben hat, dass er dann quasi, so wie ich das verstehe, hast du heute Geburtstag, ne? Ja, Fabian, du hast heute Geburtstag. Dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Grüße gehen raus. Glückwünsche gehen raus. Guti, was habt ihr noch so geschrieben? Genau, ich habe ja wegen dem Dschungelbiom geredet. Da habt ihr davon gesprochen, dass ich geschrieben, dass es da den Kakao-Seeds gibt. Das muss ich machen. Und eine Sache ist gewesen. Mit dem Fleisch, da hast du recht, Lohnunternehmen. Ich habe eine Kühlkammer und habe das einfach da reingefeuert. Das ist keine gute Idee. Da hast du recht. Und der Gutbrotfahrer hat gefragt nach den Maßen für die Anlage. Die kann ich dir nicht sagen. Ich müsste es ausmessen, habe ich aber nicht im Kopf. Aber guck mal in der 200. Folge. Da gibt es ja das Safe Game zum Runterladen. Vielleicht benutzt du das einfach. Und die Maße fürs Haus muss ich mal schauen, wann wir dazu kommen, da mal durchzugehen und das nochmal durchzurechnen. Ich habe das in irgendeiner Folge mal gemacht mit den Maßen fürs Haus. Das habe ich in irgendeiner Folge mal gesagt. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Am besten mal ein bisschen in den Folgen gucken und dann schauen, wie die Fenster gesetzt sind und so weiter und so fort. Weil wenn ich jetzt schon wieder die Maße für das Haus raussuche und dann kommt morgen der nächste oder nächste Woche der nächste und die das LP hier wirklich regelmäßig verfolgen, sagen dann auch irgendwann, oh, heute sagt der Tizi schon wieder, wie breit sein Haus ist. Weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Da geht es halt darum, dass ich nicht ständig immer wieder zum Haus laufe und hier gucke, wie breit ist denn das Haus und wie groß ist das Haus und so weiter und so fort, sondern ja, vielleicht gucke ich mir das nochmal irgendwann an, off, und schreibe die Maße von dem Haus unten in die Beschreibung, aber ich glaube nicht. Ansonsten geht mal zur 200. Folge zurück. Dort findet ihr das Safe Game immer noch als Download-Link oder da gibt es einen Link, wo ihr das Safe Game von der 200. Folge runterladen könnt. Da ist die Anlage drin, da ist das Haus drin, das könnt ihr euch alles runterladen und dementsprechend dann selber angucken und dann halt nachbauen oder selber ausmessen etc. Ne, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, für alle das Beste. Sei es jetzt über Maße für die Anlage oder was weiß ich. Oder wie viel Schafe ich habe oder sonst irgendwas. Ne, ich guck dir einfach da mal rein. So, da bin ich jetzt schon wieder runtergefallen, obwohl da noch zwei Karotten fehlen. Sehr schön. Ich hatte übrigens gerade eine sehr, sehr schöne Aufnahme mit der guten Heavenflower. Die hat mich in der Sky Factory unterstützt und wir haben ein Häuschen gebaut. Das war ganz, ganz cool. Das geht jetzt über einige Folgen, wo wir da am Rumwerkeln sind. Das wird dann ab dem 21. April kommt da die erste Folge mit Heavenflower. Da geht es dann richtig rund. Und ab da, also
Gut, Heavenflower ist jetzt nur auf Twitch unterwegs. Sie ist eine reine Streamerin. Sie macht jetzt nichts auf YouTube. Deswegen kann ich sie leider nicht in die favorisierten Kanäle vorne auf der Startseite bei YouTube mit reinnehmen, weil sie halt nur einen Twitch-Kanal hat. Den Link zu ihrem Twitch-Kanal werdet ihr dann unter der Folge ab, also wenn sie denn dabei ist, in der Sky Factory, dann werdet ihr einen Link zu ihrem Kanal finden. Ansonsten, wer es nicht abwarten kann und jetzt unbedingt mal bei ihr auf dem Livestream vorbeischauen möchte, einfach mal bei Twitch nach Heavenflower, also Himmelsblume, googeln und dann oder suchen und dann findet ihr sie schon. Nicht? Könnt ihr da mal reinschauen. Ganz nettes Wesen. Also hat unheimlich viel Spaß gemacht. Zwar auch super unerfahren, genauso wie der Kingsplay mit Minecraft, aber willig zu lernen. Und das ist ja immer der ganz, ganz große Vorteil, dass wenn du jemanden dabei hast, der sich vielleicht nicht auskennt damit, dass aber trotzdem Interesse daran hat, sich das anzugucken und ja, es gerne lernen möchte oder es auch gerne macht, ne? Und wo ich sie jetzt zum Beispiel angesprochen habe, ob sie Lust dazu hätte, da mitzumachen, habe ich ja gleich zu ihr gesagt, hier, und dann könntest du ja das und das Haus bauen. Und die hat sich hingesetzt und mit ihren Freunden zusammen, hat sich dann erklären lassen von ihren Freunden, wie man denn so ein Haus baut, wie man denn diese grundlegenden Vanilla-Aufbausachen ja, betreibt, ne? Wie das dann eigentlich jetzt alles funktioniert. Und das finde ich da sehr, sehr hohen Respekt, ne? Da muss man echt sagen, coole Sache. Weil ich bin jetzt ja auch nicht kein YouTube-Kanal mit zig Millionen Aufrufen oder sonst irgendwas. Und da dann sich zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, ich will das mal ausprobieren, finde ich sehr, sehr nice. Danke nochmal dafür, dass du da mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Ja, und was gibt's sonst so noch? Ich werde, glaube ich, heute werde ich auch nochmal, also momentan nehme ich sehr, sehr viel Sky Factory auf, weil sich gerade sehr, sehr viele Gäste halt gesagt haben, ja, wir machen mit oder wir haben Lust oder die einzelnen Gäste haben dann gesagt, ja, ich habe Lust. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich die auch nicht schnellstmöglich abgearbeitet bekomme, aber schon zeitnah abgearbeitet bekomme, weil es ist jetzt ja auch blöd, zu jemandem zu sagen, wenn man erst anfragt, hätte, ob der Gast denn Lust hat, um dann zu sagen, ja, okay, aber der nächste Termin ist erst in 3 Wochen, das ist ja auch blöd. Deswegen arbeite ich momentan die Gäste, die Zeit haben, ne, nach und nach schön ab. Ich muss aber auch unbedingt mal wieder 1-2 Folgen alleine aufnehmen von der Sky Factory, weil ich so einige Sachen, dadurch, dass man Gäste hat, bleiben natürlich einige Sachen liegen, ne, weil sich die Leute vielleicht nicht mit dem Modpack auskennen oder irgendwie was nicht verständlich ist und sie dann nachfragen müssen oder, ist ja auch verständlich, weil es ist ja nicht hundertprozentig deren Welt, sondern irgendwo ja meine und sie sind nur zu Gast und dann fragt man natürlich nach, wie wird das eigentlich gebaut und wie wird das gebaut oder möchtest du das dahin haben und da kommt man dann selber nicht so dazu, straight ahead irgendwas durchzubauen. Aber das ist in Ordnung und deswegen will ich einfach mal demnächst mal wieder eine Folge machen, wo ich oder 1-2 Folgen machen, wo ich alleine bin, wo ich dann halt auch einige Sachen einfach mal alleine wieder schnell hinbauen kann, ne? Oder beziehungsweise irgendwas hincraften kann. Oder noch irgendwelche Sachen halt rumpuzzeln kann. Einfach mal ein bisschen rumpuzzeln kann. So, das muss ja auch mal sein. Jetpacks erweitern oder sonst irgendwas. Solche Sachen, wo man schlecht zukommt, wenn man nicht alleine ist. Und ansonsten komme ich noch weniger voran als vorher. Aber es ist auch nicht schlimm. Also, wenn man nicht so schnell vorankommt. Ich finde es ganz witzig. Wir sind ja hier auch immer am Hin- und Her-Puzzeln, ne? Zum Beispiel, dass ich jetzt die Anlage hier mit Karotten befülle, hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie vorankomme. Meine ganzen Bauwerke stehen jetzt ja momentan dadurch, ne? Wir machen nichts an der Skybridge. Wir machen, oh, dieses immer da drauf fallen und dann so dieses Wackeln ist irgendwie ganz schön komisch. Ist da irgendjemand? Achso, da sitzt Leo. Den müssen wir auf jeden Fall nachher wieder mitnehmen. Nicht, dass ich ihn da auf der Anlage sitzen lasse. Der einsame Wolf. So, zack, das einmal hier rum. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, wie die Beteiligung im Stream das Wochenende über waren. Das war ja fantastisch gewesen. Ich glaube, den Ostermontag. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Zuschauer bei einem Minecraft-Stream wie am Ostermontag. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Das hat mich echt sehr gefreut, dass so viele Leute da waren. Gleichzeitig da waren. Das war sehr, sehr nett. Dankeschön.
Ich hoffe, dass wir das vielleicht das nächste Wochenende auch wieder so machen können. Wie gesagt, ich streame ja am Wochenende immer vormittags bis mittags. Vielleicht kann ich nächstes Wochenende, könnte ich den Samstag vielleicht wieder ein bisschen länger streamen. Also bis in den Nachmittag hinein. Genau, nächstes Wochenende gibt es ja auch wieder Minecraft eine Stunde, ne? Das heißt, da werde ich die Folge dann wieder am Freitag aufnehmen. Da werde ich die Folge dann dafür am Freitag wieder aufnehmen, weil die dann durchrendern muss, hochladen und so weiter und so fort. Das dauert ja immer alles, das wisst ihr ja schon. Da habe ich ja das Prozedere dafür, habe ich euch ja schon mal erzählt und ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert und wie das alles, ja, welche Zeit das alles frisst, ne? Wobei dadurch, dass ich jetzt den anderen Rechner als zum Rendern habe, geht das ein Ticken schneller. Es ist jetzt nicht mega schneller geworden. Also es ist, wenn ich jetzt mal bei diesen ganz normalen Minecraft-Folgen ausdrücke, vorher hat das Rendern so circa 40 Minuten gedauert und jetzt dauert es 30 Minuten. Also es ist schon deutlich schneller geworden. So, auf welcher Bahn haben wir jetzt Leo sitzen lassen? Da oben. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal Leo. Dann gehen wir mal kurz ins Haus, weil da haben wir ja irgendwo, habe ich ja Fleisch in die Kisten gefeuert. Das bringen wir dann in die Kühlkammer. Und dann hole ich mir wieder Karotten und dann werden wir morgen den Rest der Anlage. Oh, nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. Dann werden wir morgen den Rest der Anlage fertig bauen. Schon cool, wie man hier eigentlich auch über die Dächer rennen kann, ne? Fällt mir gerade auf. Yay! So, irgendwo habe ich Fleisch reingefeuert, ne? Ich weiß bloß nicht genau wo. Genau, und ich habe dir auch gesagt, dass ich in ein Sumpfbiom gehen muss, dass ich dort in einem Sumpfbiom besser Clay finde. Hier ist Fleisch. Seht ihr? Da habe ich einfach Fleisch reingefeuert. Ist hier noch rohes Fleisch? Nee, da nicht. Habe ich denn in die anderen Kisten auch noch? Die Küche müssen wir auch irgendwann mal weitermachen. Habe ich hier noch irgendwo rohes Fleisch reingefeuert? Nee, ne? Ne, habe ich nicht. Alles klar. Dann haben wir hier noch ein bisschen rohes Fleisch. Ich muss mal gucken, dass ich den Weg zum Keller irgendwie anders gestalte. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Weg irgendwie unheimlich lang ist. Na, weil wir da damals eine Höhle ausgehoben haben. Wir haben hier eine Höhle ausgehoben. Das war ja auch so eine Clay-Geschichte, ne? Da habe ich irgendwo Clay ausgebuddelt und ne, wir haben Clay ausgebuddelt und da hat sich dann da draußen ein Loch ergeben und da habe ich gesagt, okay, das nehmen wir jetzt als Kühlkammer. Da müssen wir aber eigentlich auch eine bessere Verbindung hinkriegen. Das ist mir irgendwie zu weit weg. Das ist richtig weit weg, ne? Lass mal gucken. So, ich muss mal eine Runde schlafen und dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen noch Mohrrüben. Ich habe keine Mohrrüben mehr. Müssen wir mal hier vorne. Oh, Leo kommt auch mit ins Bettchen. Sehr schön. Dann müssen wir uns hier vorne erstmal ein paar Mohrrüben holen. Ein paar Karotten aus der derzeitigen Ernte. Zack. Was sind das hier? Sind Karotten? Genau, dann hauen wir die einmal ganz kurz weg. Mal schauen, ob ich das Feld hier überhaupt wieder bepflanzt bekomme. Oder wir lassen das einfach. Ne, brach liegen lassen möchte ich das eigentlich nicht. Ne, da kommen gleich neue Karotten. Achso, ich habe schon wieder Hunger. Oh. So, schnell ein paar Hähnchen essen. Die Hühner könnten wir auch mal wieder. Oh, schon wieder? Ich habe keine Spitzhacke dabei. Das ist doch jetzt buggy, oder? Wieso bist du denn schon wieder da reingefallen? Was ist denn da dein Problem, Leo? Das ist irgendwie zu gefährlich für den, ne? Also, was heißt zu gefährlich? Aber irgendwie fällt er immer ins Wasser und kommt da dann auch nicht raus, selbstständig. Kannst du mal da rauskommen jetzt aus dem Wasser? Ja, genau. Hast du Schaden gekriegt dadurch? Bestimmt, ne? Ja, ganz schön viel. So, jetzt geht's dir wieder besser. Muss ein bisschen aufpassen, Leo. Ne, da bleibt er immer gerne unter den Steinen kleben. Das ist aber auch gefährlich hier. Ist ja auch ein Bauernhof, ne? Da kann mal schnell was passieren. Komm mit, Leo. Wir setzen dich mal hier vorne hin. Kommst du her? Komm her. Da steht ein Pferd, ne? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das müssen wir auch mal wieder einfangen und ins Gehege zurückpacken, sozusagen. Guti. Dann haben wir das hier.
gleich schön. Oh, ich bin heute auch sehr, sehr spät dran mit der Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon 8:30. Das ist schon ein ganz schöner Schnack. Das wird sportlich, das Hochladen und das Rendern gleich. Muss ich gleich noch schneiden. Naja, ich werde es schon hinkriegen, irgendwie. Ich werde es irgendwie schon hinbekommen. Zack. Einmal, aber das Feld hier will ich noch ganz schnell besamen, will ich immer sagen. Einmal schnell wieder neue Möhren reinmachen. Und wenn wir das denn geschafft haben, haben wir auch heute wieder ganz schön viel geschafft. Also wenn wir das geschafft haben, haben wir heute ganz schön viel wieder geschafft auf dem Bauernhof, definitiv. Das ist, es geht halt voran, ne? Und wenn wir denn die ganze Anlage auch mit Karotten bepflanzt haben, dann haben wir endlich mal was Neues auf die Anlage gelegt. Ich glaube, ich muss dann beim Filter einfach nur die Frucht, glaube ich, austauschen, ne? So, sind das auch nochmal Karotten? Ne, das sind Kartoffeln. Okay, dann habe ich jetzt auch wieder ein paar Karotten für die Anlage. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig ausreicht, aber wir werden uns das dann anschauen. So, Leo, du darfst aufstehen. Und ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.